Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Offensichtlich sind wir hier in der neuen Haltestelle, Staatsgalerie. Und wir lassen uns zu meinem zukünftigen Lieblingsvideoplatz fahren. Vorher aber noch ein Blick auf diese beiden Schilder. Premiere ist heute, dass ich das neue Mikrofon dran habe. Da hoffe ich mal, dass die Einstellungen gut passen. Und wir schauen uns an, das Widerlager, zumindest nehme ich das an, für den Steg, Personen- und Fahrradsteg über die Baulukstraße, rüber zur alten Rampe. Ich müsste sie nur noch finden. Ich würde mal sagen, hier sind wir daheim. Bisschen weiter nach links, Bahnsteig 3, Südausgang. Wir haben berichtet, dass die ersten Armierungen für das Gewölbe vom Südausgang zu sehen sind. Und hier links im Bild sieht man auch schon die erste Schalung. Also hier geht es weiter und natürlich in diesem abgerundeten Design. Wie der komplette Bahnhof. Wie der S-Bahn-Personentunnel und wie die Haltestelle Staatsgalerie. Jetzt ein Blick ganz nach Norden. Und mit ganz meine ich BA11. Da wird ja heute die erste Spannbetonbrücke betoniert. Das Übersichtsvideo hat es schon verraten. Und dann machen wir gleich einen Spaziergang hin, schauen uns das von der Nähe aus an. Vorher noch zwei Detailaufnahmen, also diese Schalungselemente, Gerüstelemente, auf denen dann Schalungen platziert werden. Wofür sind die? Für mich sieht es aus, als wären sie neu. Entweder sind es für die Brillenwand Restkelche oder
jemand von euch hat eine Idee und schreibt es in die Kommentare. Hier im Bild die Schalung von K6. Also hier der innere Ring ist bis auf den Bereich der Hutze fertig und der äußere braucht noch 3-4 Segmente, dann ist er auch zu. Und das zweite, aber da komme ich gleich drauf, denn hier fliegt gerade was durchs Bild. Und noch jemand dringt sich in die Kamera. Also bevor wir noch weiter nach rechts schwenken, was ich eigentlich noch zeigen will, ist noch nicht im Bild und deswegen, weil wir hier gerade sind, auch diese Randkelchschalungseinheit an der Wand ist gelöst. Ich schätze, die macht heute ihren Weg zur K19. So, da der jetzt aber rüber. Das ist jetzt auch ein gutes Timing, denn jetzt schwebt das Teil. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Stegsegment. Und im Hintergrund ist noch eins zu sehen. Und ich schätze mal, das ist auch noch eins unserer gelben Plane. Thank you.
an dieser Stelle herzlichen Dank für die letzten Spenden, die eingegangen sind. Und ganz besonders an Andreas. Das hat mich echt umgehauen. Vielen Dank. Ich mache mich auf den Weg Richtung BA 11 und sage schon mal danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.